Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kunden-Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem USB-Stick. Aber es ist nicht nur ein USB-Stick, deshalb habe ich mir den nämlich geholt, weil der kann viel, viel mehr als ein Standard-USB-Stick. Es ist ein USB-Stick für zum Beispiel Apple iPhone oder das iPad. 128 GB Speicherkapazität sind auf diesem kleinen USB-Stick, der hier drin ist. Er ist auch OTG-fähig, also on the go. OTG ist wie Plug and Play beim Computer. Das heißt, hiermit kann ich sogar, oder wir oder alle, oder wer sich das holt, kann also auch auf seine Android-Geräte diesen USB-Stick benutzen. Das heißt, wir haben iPhone, Smartphone, iPad, PC natürlich wegen dem USB und wir haben die Android-Geräte. USB-C, OTG Android, PC und Lightning. 4 Anschlüsse in einem USB-Stick. Cool, echt cool. Für Laptops, für Tablets, für PCs und zwar in 128 GB Speicherkapazität. Es gibt auch noch eine kleinere Version, aber ich dachte, nee, wir wollen klotzen. Nicht die, was war es, 64 GB oder 32 sogar nur. Brauche nicht, wir holen die dicke. Oh yeah. Denn vor allen Dingen als Videoproduzent, wie ich das hier bin, brauche ich immer viel Speicherplatz. Und wenn ich jetzt mit diesem Teil auf meine Smartphone, also sprich iPad und iPhone zugreifen könnte, das wäre godlike. Das wäre cool. Und wir werden jetzt herausfinden, ob das natürlich geht. Aber warum sollten Sie damit werben, wenn es nicht geht? So, wir öffnen und schauen uns erstmal die Verpackung an. Cooles Case hier aus, ich denke mal, es ist Blech, aber echt cool. Sehr schön. Dann haben wir hier eine schöne Visitenkarte am Start. Thank you for your ordering. We start product. Hope you will enjoy your product. Das ist aber nett. Das ist schön, immer sowas. Das macht einfach so ein Flair. Das sollte, glaube ich, irgendwie jeder Verkäufer mal anfangen, dort einfach ein bisschen mehr Dankbarkeit mit so einer kleinen Karte schon auszudrücken. So, wir haben hier eine Bedienungsanleitung auf Englisch. Französisch habe ich gefunden. Italienisch. Spanisch. Muss auch, da ist Deutsch. Okay, so, Deutsch ist auch dabei. Ihr seht hier auch, was wir alles machen können damit. Wir haben also einen Dateimanager, Drone Magic Flash, ein Wide Disk App und können diese dann auch benutzen. So, weiter geht's hier. Das ist die Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier etwas Schaumstoff. Oh ja, yeah, Schaumstoff. Und da ist es. Der WeStar 128 GB Freund. Oh yeah. Wow. Man kann Videos draufschreiben. Es ist Plug and Play. Die Data-Encryptung könnt ihr machen. Man kann es zum Beispiel für die sozialen Netzwerke zum Benutzen, zum Sharen. Man kann Backups mit ihm erstellen. Es ist einfach ein Flash-Medium. Ein Flash-Speicher ist jetzt keine HDD im klassischen Sinne, dass da sozusagen ein Magnetband ist und darüber läuft ein Magnetkopf und er liest dann die Daten aus. Nein, Flash-Speicher ist viel schneller, viel effizienter und auch nicht so störungsanfällig. Was ihr hier nur aufpassen solltet, nicht groß die fetten Magneten dran halten. So, fangen wir erstmal mit dem Zubehör an. Was haben wir denn hier? Hier ist USB-C. Das wäre zum Beispiel in meinem iPad oder in vielen Geräten auch draußen der Fall. Und auf der anderen Seite haben wir USB. Oh yeah. Das heißt, das Teil hier können wir damit kombinieren und haben dadurch USB-C. Das ist also ein Adapter. Wir haben die Möglichkeit, auf diese 128 GB ungefähr 2200 Musikstücke zu laden, 2700 Pictures, 185 Videos oder 2000 Kontakte. Nur, dass ihr mal so eine Menge habt, die auf so 128 GB passen können. Ne? Natürlich alles jetzt ein bisschen komprimierter. So, nächstes Teil. Hier ist es. Yeah. Erstmal hier die Verpackung, ist wirklich schön. Dann haben wir hier den USB-Stick höchstpersönlich. Wir haben
Nun auch eine CE-Zertifizierung. Dann haben wir ein ROS-Zertifikat und ein FCC. Coole Sache. Dann haben wir hier so ein Slide-Freund. Und nun kommt hier unser USB-Plug raus. Hiermit können wir also jetzt ganz normal am PC, am Laptop, wo auch immer ihr wollt, dran gehen. PC, Mac, Mac OS, Windows 7, 8, 9, 10, Windows 2000 und XP, alle sind USB geeignet. Das Blaue hier sagt uns, dass es sogar USB 3 ist. Das heißt also, wir haben eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Das ist doch auch schon mal ganz gut, oder nicht? Oh yeah, weil es ist noch nicht überall Standard. Ich habe auch manchmal noch USB 2 gesehen und auch benutzt. Weiter geht's im Text. Was haben wir noch? Wir haben hier die Möglichkeit, das aufzuklappen. Habt ihr das gesehen? Nochmal. So ist zu und so ist aufgeklappt. Wo kommen wir denn dann hin? Das hier ist OTG, wenn ich das richtig sehe. Die gute alte OTG. Und das ist dann für Android. Das seht ihr hier an dieser Kante, dort und dort. Hier unten kleiner Strich, hier oben großer Strich. Das ist der OTG. Also eigentlich ist es ein Micro-USB. Ne? Und hier kommen wir also mit dem Android-System, Samsung, Huawei, Xiaomi, OTG-Phones. Ne? Also alle OTG-On-The-Go-Phones werden damit unterstützt. So, wenn wir das nicht mehr brauchen, klappen wir wieder unseren USB-Freund wieder zusammen und können dann hier wieder einfahren. Oh yeah. Und hier auf der Seite, habt ihr gesehen, es gibt also eine Mittelstellung, es gibt eine USB-Rechtsstellung, eine Mittelstellung und eine USB-Linksstellung, die dann den Lightning-Kumpel rauslässt. Hier ist der Lightning-Freund. Das ist ein Lightning-Connector, der sieht so aus, der hat auf beiden Seiten Kontakte, mehrere. Und das ist für Mac USB. Das heißt also, ach Quatsch, für iOS, für iPhone X, iPhone 11 Pro, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6 und so weiter. Könnt ihr runterführen bis ganz nach unten, oder? Also ihr seht, das Teil hier hat wirklich alles an Bord, was man eigentlich so an Connections braucht, oder? Stimmt, ich habe den noch nicht gezeigt. Wo kommt er rein? Wir machen die Seite raus und dann sehen wir hier oben blau, unten blau. Das heißt, so rum passt zusammen. Reinstecken. Und dann, ne, wenn die Parts übereinander sind, geht es nicht. Wenn die Parts aber gegenüberliegend sind, kann man das gut da drauf schieben. Und nun haben wir aus dem USB-Stick und dem USB-Plug vorne ein USB-C-Plug gemacht, weil der Adapter ja dabei ist. Und ich glaube, das ist auch eine gute Idee vom Hersteller, dann so ein Case dazu zu liefern, weil dieses Teil hier kann man schnell verlieren. Und deshalb ist es wirklich cool gemacht, dass die das jetzt hier schön reinmachen und das so wertet es das Produkt absolut auf, macht es edler und es wird euch davor abhalten, diesen kleinen Adapter zu verlieren. Cooles Teil. Und jetzt werden wir das natürlich nochmal in Aktion reinballern. Und dafür nehmen wir erstmal jetzt was auf. Wir nehmen also ganz normal ein Fotochen oder irgendwas und übertragen das mal. Das heißt, wir gehen jetzt hin und so, wir nehmen jetzt hier von meinem Foto auf. So. Video können wir. Ja, genau, machen wir erstmal Video. So, hoch, rechts, rüber und zurück. Und mal ein bisschen ranzoomen und wieder raus. So, das war das Video. Jetzt nehmen wir uns das Foto, ein bisschen zur Seite gucken und zack. So, ich habe jetzt also hier das hergestellt. Ne? Wir haben einmal dieses und einmal das Video. Das ist jetzt hier drauf und kann also jetzt gleich verwendet werden. Ausgezeichnet. Hier ist ein iPhone. Und dann werden wir das gleich damit verbinden und das Foto dann da drauf überspielen. Das ist jetzt unser Ausgangspunkt. Danach nehmen wir den USB-Stick und werden die Daten, die wir dann da drauf haben, auf den Computer setzen und auch noch an einem Android-Gerät, was ich hier schon vorbereitet habe.
Und am iPad müssen wir es auch noch ausprobieren. Also wir werden jetzt alles durchexerzieren. Auf geht's, Fotos gemacht. Bis jetzt macht es einen wirklich geilen Eindruck. Ich habe mir da also kein Drispo gekauft. Es ist ja nicht ganz günstig, ne? Also daran sieht man auch schon wieder dann wohl die andere Qualität hier hinter. Auf zum Prozess des Probierens. Lasst uns beginnen. Wir haben also das Smartphone hier. Ich gehe rein. Da ist jetzt die Y-Disk App. Ich nehme den USB-Stick, öffne, in meinem Fall die Lightning Area, gehe unten ins Lightning Spot, habe nun connected. So, jetzt seht ihr hier, Y-Disk möchte iOS Device Flash Drive kommunizieren. Zulassen. Die USB-Daten wurden geladen. Zack, cool. Und hier seht ihr jetzt, ist unser Foto, was wir gerade gemacht haben, auch da. Dann gehen wir Videos. Unser Video ist auch da. Da oben ist es. Da ist es, ne? So, jetzt lass uns das mal übertragen auf den USB-Stick. Rechts oben die Pünktchen. Dann auswählen. Zack. Und dann können wir hier unten rechts und links drücken. Kopieren auf USB-Stick. Zack, kopiert. Fotos, machen wir das gleiche, auswählen, heute und rüber, kopieren auf USB-Stick. Und jetzt gehen wir auf den Dateimanager. Nee, Quatsch, ich bin doof. Wir gehen wieder auf mich und hier oben wechseln wir auf USB. Und da sehen wir, das Foto ist jetzt auf dem USB, ne, hier. Und das Video ist auch da. Da ist es. Das ist jetzt hier drauf gespeichert. Cool. So, gehen wir raus. Also ihr braucht die Y-Disk App. Dann können wir das entfernen und haben jetzt die Dateien vom Smartphone hier auf den USB-Stick geladen. Ihr braucht diese Y-Disk nicht unbedingt vorher downloaden, weil wenn ihr das einsteckt, fragt ihr euch direkt, also hier ist so ein kleines Run-File drauf, was dann sagt, ey, ich brauche die Y-Disk-App, weil hier die Lightning-Sache gesetzt worden ist. Dann holt er sich das automatisch aus dem App Store, wenn ihr das akzeptiert. So, das heißt also jetzt, Daten sind hier drauf, als Beispiel das Foto und das Video. Und jetzt gehen wir zum nächsten Projekt über, und zwar auf ein anderes Gerät, um die Dateien dort auslesen zu können. Weil draufgebracht haben wir sie ja schon. Nun sind wir an einem Android-Gerät, wie ihr seht, hier im Hintergrund. Es ist egal, was, wie alt, wie jung, Android-Betriebssystem drauf und hier unten Micro-USB. Alles klar. Wir gehen also jetzt hin und werden die Seite des USB-Sticks öffnen. Dann klappen wir das um und haben jetzt Zugang zu unserem Micro-USB-Freundchen. Zack, richtig rum reinstecken. Es geht nur eine Richtung richtig rein. Wenn ihr diesen USB-Stick nun jetzt verbunden habt mit dem Gerät, seht ihr, ist am Blinken. Gehen wir auf Menü, suchen Dokumente bzw. Daten, eigene Daten. Jetzt sehen wir unten interner Speicher und den USB Storage. Das ist unser USB Storage. Dann haben wir hier die Ordner Android, Lost ID, My Photos, My Videos. My Photos. Und was kommt da? Das Foto, was wir aufgenommen haben, gerade auf dem iPhone. Cool. Jetzt können wir das natürlich benutzen, runterladen etc. Kein Problem. Gehen wir wieder zurück und gehen auf My Videos. Video anklicken. Video läuft und hat sogar Ton. Ne? Funktioniert also auch alles. Ja, das haben wir vorhin aufgenommen. Das heißt also, das hat auch funktioniert. Cool. Danach rausgehen, dann können wir den trennen. Wieder draufsäbeln. Das heißt, Android-Funktion ist gewährleistet und zwar richtig cool gewährleistet, weil ich habe jetzt oder kann innerhalb von Sekunden zwischen einem Apple Smart oder Apple Device und einem Android Device nun Daten verschicken. Ich brauche nicht mehr umständlich irgendwelche Cloud Services benutzen. Das ist cool. Auf zum nächsten Gerät. Jetzt Laptop, ganz normal, Computer, stellvertretend für den Computer oder auch an allen anderen USB-fähigen Geräten. USB-Stick nehmen, USB
Part hinausholen und in eine freie USB-Slot reinpacken. Dabei leuchtet unser LEDchen hier oben auf. Das heißt, ihr wisst immer, so rum ist richtig rum. Dann schauen wir auf den Display. USB-Laufwerk D wurde also erkannt. Wir gehen jetzt rein und werden uns jetzt mal anschauen, ob das da ist, was wir vorhin gespeichert haben. So, USB-Laufwerk. Dann gehen wir auf My Photos. Da ist eine Fotodatei. Wir öffnen die Fotodatei jetzt. Ein Doppelklick und sehen da, dass das Foto, was wir vorhin auf oder mit dem Smartphone gemacht haben, auch nun auf dem USB-Stick abgreifbar ist. Jetzt gehen wir zurück, My Videos, das wollen wir natürlich auch noch testweise sehen und abspielen. Und das Video läuft an. Superb, da ist es. Klasse, oh je. Yeah. Nee, gut, also hat alles funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Hier ist er. Danach wieder hier unten auf Trennen setzen und wenn ihr das dann getan habt, USB-Stick rausnehmen und dann sage ich, echt cooles Teil. Nächstes Gerät, iPad Pro. Im Hintergrund seht ihr das iPad Pro. Es hat einen USB-C-Slot, also brauchen wir den Adapter. Wir fahren nicht das Lightning-Ding raus, nein. Wir fahren drüben das dicke, fette USB-Freundchen raus. Jetzt stecken wir hier unseren USB-Adapter dran und gehen dann an den USB-C-Slot vom iPad. Jetzt fängt das an zu piepen, zu blinken. Und wenn es jetzt steady leuchtet, können wir nun ins Programm wechseln. Wir haben hier eine App, die heißt Datei. Ich zeige sie euch, so sieht sie aus. Da, Datei. Das ist der Dateimanager vom Apple selber. Da gehen wir jetzt drauf und können jetzt hier links aus der Liste auswählen. In meinem Fall steht da iCloud Drive auf meinem iPad, Google Drive, Dokumente, Dropbox, OneDrive als Beispiel. Was könnte bei euch ein bisschen anders aussehen? Und hier unten No Name. Und da ist so ein USB-Zeichen. Jetzt sieht man es. Da gehen wir drauf. Und dann haben wir hier drüben die Dateien, die auf dem USB-Stick selber sind. Jetzt My Photos, My Videos. My Fotos, da ist das Foto. Das Foto ist jetzt von dem USB-Stick die Möglichkeit, hier drauf zu kommen. Ne? Müsst ihr dann halt hier oben einfach auswählen und abspeichern. Jetzt gehen wir wieder zurück. My Video und Video. Video abspielen. Super, funktioniert. Danach einfach wieder raus. Und dann können wir unseren Freund hier wieder extrahieren und haben also die Möglichkeit, wirklich auf alle gängigen Geräte mit einem USB-Stick zu übertragen. Sehr cooles Ding. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun!